Heute hat Juventus gegen Porto im Rückrundenspiel 3-2 gewonnen, erreicht aber am Ende nicht, weil die Auswärtstorregel für Porto spricht. Dadurch ist Porto weiter als Underdog und Juve fliegt zum zweiten Mal in Folge im Achtelfinale gegen einen, sagen wir mal so, schlechteren Verein raus. Ich meine nur, ich habe ja nichts gegen den Verein, ist ja halt auch schlechterer Verein. Das heißt, der Mann, ja, wieder, achte wieder raus, Tore sind näher. 19 durch Oliveira, durch Meta in der 49 durch Chiesa, Vorlage durch Ronaldo. Digga, der Typ ist wild. Chiesa ist wirklich wild, eine wirklich wilde Verpflichtung. Hat in der 54 Taremi die Gelb-Rot gekriegt. Und dann dachte ich, ab dem Punkt, das Spiel ist raus. Aus. Dann kam auch noch nicht mal lange Zeit, nachdem die Rot war, das 2-1 durch Chiesa, Vorlage durch Quadrado. Dann ging es in die Verlängerung. Das hätte ich jetzt nicht so erwartet. Am Ende, ja, dachte ich, okay, hier ist es dann aus. Da machen die aber in der 115 Minute einfach den Ausgleich, die Oliveira. Das fand ich halt krass. Dann dachte ich, okay, dann ist jetzt Juventus raus. Die machen die schnell danach nochmal das Tor durch Rabiot, Vorlage durch Bernardeschi. Und dann dachte ich so, okay, vielleicht wird es doch noch was. Wurde aber nicht. Jetzt ist Juventus wieder im Achtelfinale rausgeflogen. Ja, und Porto kann auf jeden Fall noch eine Runde weitermachen. Vielleicht schaffen sie die auch. Kommt drauf an, was sie für einen Gegner kriegen. Zur Auswahl stehen halt Dortmund, wahrscheinlich PSG und wahrscheinlich Bayern erstmal fest. Manchester City wahrscheinlich auch fest und Liverpool wahrscheinlich auch fest. Wo es vielleicht noch knapp werden kann, ist bei Atalanta Bergamo gegen Real und Atletico Madrid gegen Chelsea. Kann auch sein, dass ich mich vielleicht täusche und dann vielleicht noch ein Spiel irgendwie als Überraschung hier rauskommt, dass vielleicht doch einer gewinnt, den ich vielleicht nicht so erwartet hätte. Vielleicht, keine Ahnung, Gladbach, vielleicht auch Lazio, vielleicht auch Barca, Leipzig. Weil das waren eigentlich die Spiele, wo man sagen kann, dass die am Ende schon klar waren. Ja. Aber ey, man kann sich auch täuschen. Deswegen, ich lasse mich trotzdem weiterhin überraschen. Porto kann auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob die überhaupt die nächste Runde schaffen könnten. Aber ja, auf jeden Fall noch eine Runde für Porto, das ist auf jeden Fall für die sehr wichtig.